Und Herr Kroll, was machen wir jetzt mit dieser herrlichen Physalis? Die muss rein. Die muss rein, die kann ich nicht draußen lassen. Die hält zwar 2-3 Grad minus aus, das hat sie auch jetzt schon gehabt, deswegen sind die Blätter so dunkel, aber eigentlich ist das eine Treppenabsatzpflanze oder eine Hausflurpflanze. Das heißt, die kommt in den Hausflur rein, da ist es schön kühl, an den Treppenabsatz, da ist ein schönes großes Fenster. Wenn es der Vermieter mitmacht, ist es optimal und da kommt die gut durch den Winter. Da kann man dann auch gefühlt, es bilden sich auch neue Früchte, ich kann so aber 1-2 Früchte die Woche trotzdem noch ernten. Zurückgeschnitten muss sie nicht werden, die bleibt so. Da ich die im Topf draußen habe, brauche ich die nicht zurückschneiden. Ich muss nur stark zurückschneiden, was nicht im Topf war oder was sehr empfindlich ist. Lassen Sie uns bitte mal die richtigen Handgriffe lernen. Wie hause ich jetzt ein? Wir wollen das jetzt hier an diesem Erdbeerbäumchen, an diesem Erdbeerstrauch probieren. Also das ist jetzt ein bisschen klein, aber ich habe schon mal ein bisschen Judehammer da. Ja. Also normalerweise nehme ich dazu Blätter. Ja. Und wickel den schön mit Blättern ein. Wenn der so als Topf dasteht, würde ich erstmal eine Schicht Blätter außenrum legen und dann einfach ein bisschen mit der Jute einpacken. Da brauchen wir noch eine dritte Hand. Ein bisschen oben drüber mit den Blättern, dass die Wurzelhals geschützt ist. Und dann kann die relativ sicher durch den Winter gehen, wenn es nicht richtig zuhält, noch ein bisschen festbinden. Aber das ist ausreichend. Und das kann man mit jedem Topf tun, auch so, egal wie groß er ist. Und dann vielleicht noch ein bisschen höher stellen? Das bisschen höher stellen oder was unten, was nicht so kalt drunter ist, wird stark überschätzt. Wichtig ist, dass ich den Wind fernhalte, weil normalerweise im Boden würden wir von außen den Boden als Isolierung haben. Das passiert hier nicht, also muss ich den Außen ein bisschen schützen, damit nicht so der kalte Wind rankommt, dass es so stark durchfriert. Und was ist mit hin und her rucken und schieben und räumen, wenn ich sage, ach, ich stelle sie dann trotzdem mal um? Das ist ja relativ egal. Ja. Und bei Innenpflanzen, die ich jetzt reingeräumt habe, wie ist es da? Wenn ich feststelle, dass es stirbt, räume ich sie gerne noch mal an einen besseren Platz. In der Hoffnung, dass er dort nicht stirbt. Also diese Aussage, ich lasse dort stehen, wenn ich die hier auf dem Küchentisch stehen gelassen hätte und nicht ans Fenster gerutscht hätte, wo sie das gebildet hat, wäre die jetzt schon tot.